So, wir haben unsere Kamera, beziehungsweise holen die uns jetzt. Tada, sie ist endlich wieder da und. Nee, na, ist dein Ernst? Und haben einen fetten Kratzer oder beziehungsweise einen fetten Sprung. Boah, Feuerball! Hier ist schon Herzinfarkt gekriegt, was soll denn das? Ich war noch gar nicht bereit! Wo muss ich denn hin? Leco mio, ey, die lassen halt aber auch keine Zeit mal irgendwie zum Entspannen oder so. Hallo? Muss ich hier? Boah, jetzt ist mir kalt und schlecht. Und mir ist ganz übel. Und ich habe schon mal vergessen, wo ich lang muss. Finde den Wolf! Musste ich hier nicht irgendwo hin? Hallo? Hallo, Hilfe? Hallo? Ich hänge fest. Och, komm. Och, komm. Och, komm. Ja, toll, super. Tot. Bin schon lange nicht mehr gestorben. Scheiße, jetzt mal ohne Flachs. Wo muss ich denn hin? Och, Manu. Ich gebe mich hier wieder von meiner besten Seite. Okay, wir sind von da gekommen, das ist aber richtig. Scheiße, ey, das ist natürlich richtig kacke, wenn man dann noch da guckt. Und dann sind die Drecksäcke da, ey. Okay, also hier lang. Ja, hörst du mal auf, bitte hier dein. Okay. Dann waren wir hier lang. Und. Nach da geht's ja nicht. Also müssen wir nach hier, logischerweise. Aber da geht's auch nicht weiter. Nein. Oder? Hä? Hier, ich bitte. Och, ich hasse das. Ich sehe nichts mehr. Hallo? Hier ging es doch auch nicht weiter, oder? Ja, hau mir auf den Sack. Hallo, ich möchte. Wo muss ich denn hin? Jetzt mal ohne Flachs. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Ah, hier ging es doch irgendwo nach oben, oder nicht? Bin doch von hier gekommen. Nein, ich hab's gesehen. Scheiße, ich hab's gesehen. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ich hab's gesehen, wo ich hin muss. Man sieht's, 5 Minuten nicht gespielt und schon hat man gar keine Orientierung mehr. Jetzt weiß ich, wo ich wieder hin muss. Ich hab's gesehen. Ich muss nämlich doch da hoch. Okay, also. Nimm die Scheißkamera. Erschrecklich, dass diese drei netten Menschen da stehen und dann renn einfach. Okay, jetzt wird's ein Klacks. Oder auch nicht. Dieses blöde Gekruschel. Nein, immer noch hier lang. Ja, hallo, hältst du dich bitte mal nicht fest jetzt hier? Los, 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 zieh dich doch hoch, Mann, du Penis. Oh, das darf man nicht sagen. Mist. So. Okay. Dieses dann so schnell rennen und hier und dort und dann gucken, wo man hin muss, das ist nicht so meins. Ich bin eher so eine, die etwas überlegen muss, was sie tut und nicht im Affekt handelt. Warum stimmst du denn schon wieder? Jetzt muss ich aber da hoch. Weil da wollte unser Charakter ja hin, beziehungsweise da mussten wir vorhin hin. Aber es war zu dunkel. So, finde Vater Martin. Da ist zu. Hier müssen wir wieder springen. Ja, das ist wieder die Probe hier. Ja, perfekt.
Fall of Blood. Das kennen wir doch. Da waren wir doch mal. Ich habe das Gefühl, ich bin heute etwas schreckhafter als sonst. Das ist ziemlich lustig. Glaube ich. Wo? Moment. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss nicht da runter. Kann ich hier lang gehen? Nö. Aber darüber. Aber das bringt mir nichts. Wo soll ich dann hin? Na, egal. Ich springe jetzt einfach mal. Und dann? Ja, und dann? Keine Ahnung, dann hängt man hier. Darüber werde ich nicht springen können. Nein. Okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Ja, dann gehe ich dann. Hello, my friend. Bist du freundlich? Du hast keine Nase mehr. Ich wollte jetzt gerade. Only one way out. Only one way. Du hast doch kein Auge mehr. Verdammt. How do you know you're not a patient? Wo ich weiß, dass du ein Patient bist? Ja, das nennen wir es weibliche Intuition. Ich vertraue diesem Seelenfrieden hier nicht. Hier kommt doch gleich irgendwas. Oh nein, er speichert. Speichern ist nie gut, wie wir wissen. Och nö. Unser Freund. Och nö. Irgendwas. Er jagt mich. Ich weiß es ganz genau. Komm her, Schnucki. Spring doch darüber. Was bist du denn für ein Drecksbolzen, ey? Was zur Hölle? Woher wusste ich das? Verdammt, wie viel Glück kann man denn eigentlich haben? Oh, verdammt, ey. So, okay. Oh, hi. Ja, wir krabbeln mal auf die Leiche zu. Ich würde eigentlich lieber da lang, aber ich habe so das Gefühl, das Spiel will, dass ich da lang gehe. Das kommt mir hier so bekannt vor. Waren wir hier nicht am Anfang, oder? Chillst du hier so ein bisschen rum? Komm, es tut mir leid. Auf Wiedersehen. Leckeres Geräusch. So. Einmal runter das Ganze. Stimmt, doch, hier war es, wo mich der am Anfang hier runtergelascht hat. Oh, dieses Kruscheln. Hört ihr auch die Melodie? Hört ihr auch? Ich finde die nicht witzig. Die Melodie macht mir Angst. Oh, wir haben eine Akte. Vordringen in das Geisterreich. Berlin, 6. September 1938. Herr Lohner und Dr. Med Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernick an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, dann würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellgeneration und der geleiteten Karzinomgenerierung, meine Güte, hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernick mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen, nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernicks Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen, auch an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Oh, das
Tut mir leid, das macht mich echt warm. Ich habe hier irgendwo. Ich höre. Okay, hier kommt. Die Ketten auch gerade gehört. Ups, verklickst. Ich habe hier gerade Ketten gehört, aber ich komme hier nirgendwo anders durch. Oder ist die Tür hier tatsächlich offen? Das wäre es ja mal. Oh, oh Gott, wir haben mal eine offene Tür. Okay. Du sollst mir was ausrichten. Der Schlüssel im Kino. Okay. Okay. Naja, ich komme. Dann geh mal. Was ist hier? Die Tür ist zu. Das ist eine wunderschöne Glastür. Okay. Hier chillen sie ein bisschen. Billard spielen ab. Natürlich. Ja, ich wäre echt angetan davon, wenn ich wieder meine Batterie finden würde. Ich sehe auch keinen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Okay, wie gehen wir hier? Strömt hier irgendwie Gas aus oder so? Hier ist eine Leiter nach oben. Und da ist nach da. Leiter nach oben oder nach da? Ich gehe mal nach hier. Oh ne, hier ist abgeschlossen. Also muss ich nach oben. Aber hier ist wieder ein Schrank zum Verstecken. Wir wissen, dass das nicht gut ist. Das ist nicht vorteilhaft. Diese leise Musik. Langsam. Vor allem, ich bin ja immer noch fasziniert davon, dass ich nicht verblutet bin. Also meine Finger, die hören einfach auf. Ohne Druckkompresse, ohne alles. Okay. Jumping. Juhu. Moment, ich möchte erst kurz gucken. Ich traue dem. Ich habe Angst. Nein, okay, es ist zu. Was ja nicht bedeutet, dass wir sicher. Du spielst so schön. Okay, ganz ruhig. Ich wollte dir nur zuhören. Nein? Okay, okay, er hat den Kopf geschüttelt. Dann gehe ich mal weiter. Ich glaube, er möchte nicht, dass ich ihm zuhöre. Ich habe ein bisschen Panik. Kann ich irgendwas machen? Oh, mein Spatte. Hallo? Ach, ich wollte gerade sagen, das ist so ein rotes Licht dahinter. Ich habe mich gerade gewundert, was dahinter leuchtet. Achso. Ah, ich dachte gerade, da sitzt irgendjemand, aber die scheinen alle tot zu sein. Ach, hier hat er doch gerade gespielt. Musst du dann hier irgendwo sein? Okay. Ach, Platz in der ersten Reihe, hä? Wie war der Film? Sterben ist langweilig, okay? Nein, das ist makaber, das darf ich nicht machen. Sudele, ich hab irgendwie... Ah! Alter! Scheiße! Ah, gut, ich muss ja... Komischerweise fange ich an, Ende irgendwie, oder beziehungsweise das Spiel jetzt, geht jetzt schon so lang und jetzt fange ich an, mich hier ewig zu erschrecken. Was ist denn das? Hier geht's wahrscheinlich nicht raus. Nein. Also was? Spontane Blutung? Was erzählt er da? Okay. Keine Batterien. Weit und breit ist nichts zu sehen. Wenn ich jetzt diese Tür öffne, um was wollen wir wetten? Hallo? Okay, ich gehe einfach weiter. Brauchst gar keine Angst vor mir haben. Ich tue dir nichts. Okay. Gehen Sie hoch? Und was finden wir? Okay, dann wir gehen erstmal hier runter. Ich habe nämlich das Gefühl, wir müssen da oben dann weiter, weil diese Tür... Ey,
Sind denn gar keine Batterien? Aber das ist eine Akte, ne? Ja. Da lese ich erstmal wieder eine Akte vor. Nekrotisierende Fasziitis. Von D. Brunton nach G. Williard. Betreff fleischfressende Bakterien? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wasch dich schon regelmäßig die Hände. Am 19. September um 4.19 Uhr. Nekrotisierende Fasziitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige. Okay. Wir haben hier also ein Problem, oder die hatten hier ein Problem mit fleischfressenden Bakterien. Und ich krieg jetzt schon... Nee, es ist zu. Ich dachte gerade eben, da kommt jemand gleich auf uns zu. Ich krieg hier, wenn ich das Spiel hier zu Ende spiele, habe ich Paranoia. Gut, ich klopp mir erstmal hier eine neue Batterie rein, obwohl ich jetzt nur noch drei habe und das ist so nicht gut. Ist hier irgendwo eine? Oh Mensch, Leute, ey. Macht mich nicht unglücklich. Was soll denn das?